Die Förderung von Kunst und Kultur hat bei der Westfälischen Provinzial eine lange Tradition. Wir sind seit der Premiere 1977 als Förderer mit im Boot. Und diesmal, die sehen es ja auch einträchtig nebeneinander mit meinem Kollegen, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Münsterland Ost, im Verbund mit der Sparkassenfinanzgruppe und dort einer Reihe von Institutionen. Wir fördern die Region und zwar nachhaltig. Wir mischen uns überhaupt nicht inhaltlich ein. Und das ist ganz wichtig, auch für uns dann zu beobachten, wie es eben wirkt. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wir fangen für 2027 schon an zu sparen. Ich bin ja Neumünsteraner. Ich bin vor ungefähr 3 Jahren nach Münster gezogen und ich bin mal wirklich gespannt. Das sind ja die ersten Projekte in der Form, die einen stark medialen, digitalen Charakter haben. Und ich bin mal daran interessiert, wie das auch auf einen wirkt. Und da freue ich mich wirklich drauf.